Das Hercules Center. Da gibt's halt, das ist jetzt neu gebaut worden und ja, früher war das voll scheiße und heute ist das viel besser. Ich finde, man kann hier viel machen, man kann viel Fahrrad fahren, Skateboard fahren, man kann hier so gut wie alles machen. Es gibt auch viele freie Plätze, es gibt viele Sportanlagen. Man kann überall hin, gell, also mit dem Bus, die Busverbindung ist gut und so, gell. Wetzlar an sich, ich finde das eine schöne Stadt, besonders die Altstadt hier. Ja, also da ist an sich das Feld hinten, Dillfeld an sich, das ist schön für die Tiere mit rausgehen, dass ich selber einen Hund habe. Ja, ich bin nun älter, gell, ich bin im Heim und so, ne. Ich komme da auch nicht so rum, ne. Well, I think it's a nice town, the old part is quite nice, and also I'm like a dealer, so, for the cameras, photographic cameras, for me. Müssen Sie mal so jüngere fragen. Es gibt verschiedene Sachen zu essen, zum Beispiel mein Eis. Ich komme gerade aus der Musikschule, also ich finde die Musikschule ganz gut. Das ist besser oder so, gell? Ja. Oh, Entschuldigung. Weiß ich nicht. Forum finde ich gut, Altstadt finde ich gut, aber sonst? Dazwischen? Weiß nicht viel. Nichts viel Sehenswertes zumindest. Ne? Ja, die Lahn mag ich halt sehr, weil ich auch angel. Es gibt viele Vereine, wie zum Beispiel auch Tischtennisverein, wo ich selber drin bin. Ja, Hanno, der Rapper, den kenne ich. Der hat ein Lied über Wetzlar geschrieben. Ja, und der gefällt mir auch sehr. Ja. Ja, die HSG gibt es hier in Wetzlar. Ah, stimmt, die Bundesliga, eben, genau. Und sonst jetzt hier die Straße, das Leben und so? Was würden Sie sagen? Es ist eher ruhig hier in der Bahnhofstraße. Ja, ich würde mal hier in die Kneipe ich gehen, hier hinter mir, oder? Ich kann die Techno-Disco empfehlen, die finde ich ziemlich lustig. Die macht Spaß. Zeiss. Das Einzige, was Wetzlar zu bieten hat. Zeiss? Zeiss. Was meinst du damit? Carl Zeiss, Objektive. Von der Kamera, von ihrer. Sieht ja, dass die Innenstadt hier tot ist. Also kann man ja so sagen, dass alle Leute hier laufen entweder da ins Forum oder kommen von da. Ja, halt die Altstadt auf jeden Fall. Ist wunderschön gemacht. Also auch gerade für ältere Leute Tourismus, aber auch für junge. Und natürlich ist hier der Landtourismus ganz groß. Fahrradfahren kann man hier prima. Ja, wenn man Handball-Fan ist, kann man hier natürlich Handball gucken, Bundesliga. Und ansonsten Eintracht Wetzlar. Ja, ich würde Wetzlar weiterempfehlen, einfach mal sozusagen reingehen, weil wenn man so von der Autobahn kommt, dann sieht es nicht ganz so einladend aus, aber wenn man mal drin ist, finde ich es persönlich eigentlich ganz schön. Also hier die Innenstadt, hier die Bahnhofstraße, alles. Manchmal denkt man, die haben das ein bisschen unüberlegt, manches gemacht. Oder die müssen andere Geschäfte hier nach Wetzlar anlocken. So wie Dunkin' Donuts, gell? Oder Toys R Us. Primark, auch ein gutes Geschäft. Ja, dass es hier außerhalb vom Forum eher leer ist. Also hier ist ja Fußgängerzone und die ist recht, also finde ich recht leer und ja. Nicht so groß. in Australien größer und mehr schlafen. Nein, nicht schlafen, mehr kaufen. I like the trees in the street. It's nice to have that feel. I like the cobblestone over there, that's nice. Bit old-fashioned compared to Australia, but it's nice here. Ich denke mehr Farbe. Ja. Yeah, so, yeah, it gives it more life, I think. And seats. And somewhere to sit. Yeah. Some nice, Maybe like an outside, like there's I know there's like a bakery there, but maybe like some seats outside so you can enjoy outside. Yeah. S. G. Forza SG. Ja, wir so Wortleute, die HSG. Handball. Wir sind die schwarze Wand. Die schwarze Wand. Hinterm HSG-Tor. Da muss ich. Die Gorillas aus Wetzlar. Hier, da. Die Straße hier, die Bahnhofstraße, ist total tot. Seit das Forum da ist, ist die Straße total fertig. Hier wird gar nichts mehr angeboten. Früher war es mal Haus der Jugend, aber das ist auch nichts mehr. Sonst haben wir hier nichts mehr. Ja. Also für Jugendliche weder Max oder sonst was. Damals Ebene 3 war damals so am Start. Aber es ist nichts mehr da. Drogen. Drogen und Sex. Ficken. Mann, die leben ihren Tag hier rein, die machen ihre Ausbildung, die machen ihr Leben. Es gibt halt nicht so viel hier. Und in Frauen, in Wetzlar sind die Frauen hübscher. Wir supporten, bis nichts mehr geht. Supporten, nein, die schwarze Wand. Dass es kulturell einiges zu bieten hat. Stadtbücherei und so. Mhm. Dass man irgendwie jeden kennt und so. Das stört mich halt schon manchmal auch. Und
Ja, und das kulturell nicht ganz so viel zu bieten ist, wie ich es mir eigentlich wünsche. Nein, also es hat halt so seine beiden Seiten. Nein. Naja, und ich meine die ganzen historischen halt, ja, ne? Mhm. Genau. August Bebel zum Beispiel. Ich kenne diesen einen, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Dieser eine Schriftsteller oder wer das ist. Von dem seine Freundin, dieses von diesem Lotterhaus da. Steindorf. Ich bin Franzose. Cool, ja. Wetzlar hat auch vieles Negative, also es ist nicht unbedingt, zum Beispiel viele Autos, viele Abgase, viel Lärm. Da wird nichts dagegen gemacht politisch, also ist nicht so gut. Ja, kleines Geschenk für dich. Klar, alles. Wetzlar ist die beste Stadt. Perfekt. Ohne dich besser. Der Bürgermeister? Also wenig Bloßes hier. Hier laufen nur Asis rum, meiner Meinung nach. Laufen jetzt in Koschu, das ist so ein Kampfsport. Ich bin stolz auf meine Familie. Ganz ehrlich, nix. Was finden Sie an Wetzlar schön? Mich. Die Parkplatzsituation ist schwierig in der Altstadt. Und dass überall Geld kostet zum Parken. Na gut, ich gehe jeden Tag durch, weil ich es muss. Aber es könnte attraktiver sein. Zum Beispiel der Dom oder Museum? Wetzlar ist zu hässlich, zu klein. Deswegen. Ja, dass hier die Bahnhofstraße so leer ist. Also so wenige Geschäfte, da haben ja ganz viele zugemacht. Dass es klein ist, überschaubar, dass es ein Schwimmbad mitten in der Stadt hat und dass man zu Fuß erreichen kann, wenn man in der Stadt wohnt, dass man eben schnell im Grünen ist. Und ich habe mal jetzt darüber nachgedacht, wie toll es ist, wenn man durch Wetzlar durch die Stadt geht, wie viele unterschiedliche Sprachen man doch hört. Ja. Super tolle Altstadt, jetzt ja wie im Hessentag. Weil ich fast jeden Tag hier bin. Es gibt keine schönere Stadt wie Wetzlar. Das Forum ist okay, aber das andere jetzt auch nochmal aufzubauen, größer zu machen, das gefällt mir nicht. Sie sehen ja selber hier die Bahnhofstraße, viele Geschäfte leer. Wer die Altstadt mehr beleben solle, ist irgendwie schade. Vor allem auch das Industriegebiet um Moderus und so rum, das ist sieht so ein bisschen aus wie ein Schandfleck von Wetzlar. Hambüchen würde ich jetzt auch mal sagen. Ganz viel. Ich finde Wetzlar eine super schöne Altstadt. Wetzlar ist spannend, hat tolle Shoppingcenter. Die B49 hier durchnervt oder so, aber sonst ist cool. Gibt leider keine großen Sehenswürdigkeiten, aber gut. Die Altstadt, spazieren gehen, alles der Leute ist nicht so unfreundlich. Ist gut. Also eine Renovierung, erst seit letztes Jahr hat was angefangen und vorher war es ja alles, ja gesagt, Altbau. Man müsste halt vieles für Jugendliche eher tun, dass die mal viel in Freizeit unternehmen können. Die Stadt ist sehr schön, die Menschen auch hier. Naja, ob ich stolz auf Wetzlar bin, ich habe ja nichts dazu beigetragen, dass Wetzlar so ist, wie es ist, also bin ich nicht stolz auf Wetzlar. Aber Wetzlar ist eine schöne Stadt, ja. Unsere schöne Altstadt, dass hier die Leica erfunden und gebaut wird. Es gibt nette Menschen, die Lahn ist schön, alles. Ich finde, dass das eine Größe, für die Größe von der Stadt kann mir hier ganz schön viel zu bieten. Ich stehe auf Wetzlar. Nee, stolz eigentlich nicht. Ich finde, man kann nur stolz auf was sein, was man irgendwie selber mitgestaltet hat. Und das habe ich ja in Wetzlar jetzt nicht. Ich durch nicht verstehen. Ich bin sehr aufgeschlossen zu Wetzlar. Ich wohne hier seit 2 Jahren, fühle mich wohl in der Altstadt. Ist sehr schnelllebig hier das Ganze, sehr umfangreich mit den Gaststätten. Macht Spaß in Wetzlar. Zum Teil ja, ich finde Wetzlar sehr schön. Man fühlt sich hier wohl, hat viele Möglichkeiten, abends, sag ich mal, wegzugehen oder in den Park zu setzen. Ich bin stolz. Manchmal. Wieso nur manchmal, wenn ich fragen darf? Wenn ich an die Lahnbrücke denke, bin ich nicht stolz auf Wetzlar. Ja, ich lebe ja nicht in Wetzlar, aber ich finde es trotzdem toll. Ja, also es ist cool mit dem Forum hier, da kann man gut shoppen gehen. Kurze Frage, was finden Sie in Wetzlar? Ich stehe auf Wetzlar. Ich stehe auch auf Wetzlar. Ja, ich stehe auf Wetzlar. Wieso stehen Sie auf Wetzlar? Weil ich hier wohne. Ist das ein Grund, auf Wetzlar zu stehen? Muss ja einen bestimmten Grund haben. Schön. Wetzlar ist eine Kulturstadt. Was soll man da noch sagen? Also, wir wohnen schon seit 14 Jahren hier in Wetzlar. Ich will da nicht mehr wegziehen jetzt. Ja, nicht. Kommt das im Fernsehen? Im Internet. Oh, danke. Ja. Entschuldigung.
Ja, ist so eine schöne Stadt. Also hat viel zu bieten, kommen viele Leute her, Touristen. Ja. Ich stehe auf Wetzlar, wäre kein Satz für mich. I like Wetzlar. Wäre besser. Ist mein Laden, ist meine Stadt und somit bin ich stolz. Jeder steht auf was anderes, gell? Ich stehe auf den Pfand hier in der Mülltonne. Ja. Zu viele Kanonenrohre haben die gemacht für den Adolf, weißt du? Buderos, gell? Ist immer so was Verstecktes auch, gell? Hier in Wetzlar auch, gell? Oder findest du schön in Wetzlar? Bist du hier herzlich, weil du eine dunkle Hautfarbe hast, bist du hier herzlich aufgenommen worden oder? Ja, würde ich. Ja. Ist ja jetzt kein Problem für mich. Ich bin ja hier geboren. Ja, bist hier geboren. Ja, hab einen deutschen Pass. Ja. Und dir gefällt's gut hier? Ja. Ja, wohnen kann man hier. Ja, es gibt mit Sicherheit schönere Plätze in Deutschland, aber. Aber Wetzlar hat auch seine Vergangenheit, gell? Damit muss sich der Mensch hier mehr auch ein bisschen mit beschäftigen und das mal hinter sich lassen, gell? Was meinen Sie denn mit Vergangenheit? Ja. Habe ich dir eben erklärt. Ja, du meinst die große Firmen Leitz und Buderos, ja? Die waren früher, waren die auch auf einer Seite, die man normal nicht gehen darf im Krieg, gell? Im Zweiten Weltkrieg.